Ort der Handlung, eine Stadt im Kaukasus. In alter Zeit, in blutiger Zeit, herrschte in dieser Stadt die Verdammte genannt. Ein Gouverneur mit Namen Georgi Abaschwili. Er war reich, wie der Krösus. Er hatte eine Frau aus altem Geschlecht. Er hatte ein gesundes Kind. Kein anderer Gouverneur in Grosinien hatte so viele Pferde an seiner Krippe und so viele Bettler an seiner Schwelle, so viele Soldaten in seinem Dienste und so viele Bittsteller in seinem Hofe. An einem Ostersonntagmorgen begab sich der Gouverneur mit seiner Familie in die Kirche. Zum ersten Mal an diesem Ostern sah das Volk den Erben. Zwei Doktoren gingen keinen Schritt von dem hohen Kind, Augapfel des Gouverneurs. Zurück, das Kirchdorf, Reinhard, zurück! Selbst der mächtige Fürst Katzbeki erwies ihm vor der Kirchentüre seine Reverenz. Fröhliche Ostern, Natella Abaschwili. Was für ein Tag und was für ein heiterer Himmel. Ich liebe heitere Himmel, Natella Abaschwili. Ein simples Herz. Und der kleine Michel, ein ganzer Gouverneur. Fröhliche Ostern, kleiner Michel. Was sagen Sie, Arsen? Georgi hat sich endlich dazu entschlossen, mit dem Bau des neuen Flügels an der Ostseite zu beginnen. Die ganze Vorstadt mit den elenden Baracken wird abgerissen für den Garten. Das ist eine gute Nachricht. Nach so vielen schlechten. Was hört man vom Krieg, Bruder Georgi? Ein strategischer Rückzug, höre ich. Nun, das sind kleine Rückschläge. Die gibt es immer. Einmal steht es besser, einmal schlechter. Kriegsglück. Er hustet. Georgi, hast du gehört? Er hustet. Ich darf Sie daran erinnern, Nico Pikatze, dass ich gegen das laue Bad war. Ein kleines Versehen bei der Temperierung des Badwassers. Da kann ich Ihnen unmöglich beistimmen. Eher Zugluft in der Nacht. Aber so sehen Sie doch nach ihm. Er sieht fiebrig aus, Georgi. Kein Grund zur Beunruhigung, euer Gnaden. Kein Grund zur Besorgnis. Gehen wir in die Kirche. Wahrscheinlich ist es die Zugluft. Die Stadt ist stille. Auf dem Kirchplatz stolzieren die Tauben. Ein Soldat der Palastwache scherzt mit einem Küchenmädchen, das vom Fluss herauf mit einem Bündel kommt. Was? Das Fräulein ist nicht in der Kirche? Schwänzt den Gottesdienst? Ich war schon angezogen. Hat für das Osteressen eine Gans gefehlt und sie haben mich geschickt, dass ich sie hole. Ich verstehe was von Gänsen. Eine Gans? Die müsste ich erst sehen, diese Gans. Da ist sie. Und wenn es keine 15 Pfund Gans ist und sie haben sie nicht mit Mais gestopft, esse ich die Federn. Eine Königin von einer Gans, die wird vom Gouverneur selber verspeist werden. Und das Fräulein war also wieder mal am Fluss. Ach nein, am Geflügelhof. Ach so, nicht etwa oben bei den gewissen Weiden? Bei den Weiden bin ich doch bloß, wenn ich das Linnen wasche. Eben? Eben was? Eben das. Wenn manche wüsste, was mancher weiß, wird ihr kalt und wird ihr heiß. Ich weiß nicht, was man über die gewissen Weiden wissen könnte. Auch nicht, wenn vis-à-vis ein Gestrüpp wäre, von dem aus alles gesehen werden könnte? Will der Herr Soldat nicht sagen, was er meint und fertig? Es geschieht etwas, bei dem vielleicht etwas gesehen werden könnte. Der Herr Soldat meint doch nicht etwa, dass ich an einem heißen Tag mal die Fußzehe in den Fluss gebe, denn sonst ist nichts. Die Fußzehe und mehr. Was mehr? Den Fuß höchstens. Den Fuß und ein bisschen mehr. Simon Kachaber, du solltest dich schämen. Im Gestrüpp sitzen und warten, bis eine Person an einem heißen Tag das Bein in den Fluss gibt. Und wahrscheinlich noch zusammen mit einem anderen Soldaten.
Nicht mit einem anderen! Die Stadt liegt stille. Aber warum gibt es Bewaffnete? Der Palast des Gouverneurs liegt friedlich. Aber warum ist da eine Festung? Zur Stelle. Zur Stelle. Da kehrte der Gouverneur in seinen Palast zurück. Da war die Festung eine Falle. Da war die Gans gerupft und gebraten. Da wurde die Gans nicht mehr gegessen. Da war Mittag nicht mehr die Zeit zum Essen. Da war Mittag die Zeit zum Sterben. Wollen Sie nicht noch den Reiter aus der Hauptstadt hören, Exzellenz? Er ist heute Morgen mit vertraulichen Papieren eingetroffen. Nicht vor dem Essen, Schalber. Der Gouverneur wünscht nicht, vor dem Essen mit militärischen Berichten behelligt zu werden. Besonders wenn Sie, wie ich annehme, deprimierender Natur sind. Und den Nachmittag wird seine Exzellenz Besprechungen mit hervorragenden Baumeistern haben, die auch zum Essen eingeladen sind. Hier sind Sie schon. Meine Herren, seine Exzellenz erwartet Sie zum Essen. Seine ganze Zeit wird Ihnen gewidmet sein. Kommen Sie schnell. Wir bewundern es, dass seine Exzellenz trotz der beunruhigenden Gerüchte über eine schlimme Wendung des Krieges in Persien zu bauen gedenkt. Sagen wir wegen Ihnen. Persien ist weit und die Garnison hier lässt sich für Ihren Gouverneur in Stücke hauen. Hier los! Tu den Spieß weg, Hund! Siehst du nicht, dass ein Anschlag auf den Gouverneur gemacht wird? Die Fürsten! Gestern Nacht war in der Hauptstadt eine Versammlung der Fürsten, die gegen den Großfürsten und seine Gouverneure sind. Wir machen uns besser dünn. O Blindheit der Großen! Sie wandeln wie ewige Groß auf gebeugten Nacken. Sicher der gemieteten Fäuste. Vertrauend der Gewalt, die so lang schon gedauert hat. Aber lang ist nicht ewig. O Wechsel der Zeiten, du Hoffnung des Volks. Auf immer, großer Herr, geruhe aufrecht zu gehen. Aus deinem Palast folgen dir die Augen vieler Feinde. Du brauchst keine Baumeister mehr. Es genügt ein Schreiner. Du ziehst in keinen neuen Palast mehr, sondern in ein kleines Erdloch. Sieh dich noch einmal um, Blinder. Wenn das Haus eines Großen zusammenbricht, werden viele Kleine erschlagen. Die das Glück der Mächtigen nicht teilten, teilen oft ihr Unglück. Der stürzende Wagen reißt die schwitzenden Zugtiere mit in den Abgrund. Die gnädige Frau liegt in einer Ohnmacht. Man muss sie hinuntertragen. Das gehört alles in den dritten Hof. Lebensmittel für 5 Tage. Die gnädige Frau muss fort. Und wir? Uns schlachten sie ab wie die Hühner, das kennt man. In der Stadt soll schon Blut fließen. Weiß denn immer noch niemand, was passiert ist? Hat der Fischer Meliva sagt, in der Hauptstadt hat man am Himmel einen großen Kometen gesehen, mit einem roten Schweif dran. Das hat Unglück bedeutet. Gestern soll in der Hauptstadt berichtet worden sein, dass der persische Krieg ganz verloren ist. Die Fürsten haben einen Aufstand gemacht. Das heißt, der Großfürst ist geflohen. Alle seine Gouverneure werden hingerichtet. Den Kleinen tun sie nichts. Ich habe einen Bruder bei den Panzerreitern. Alles in den dritten Hof, alles bei Packenhelden. Da bist du ja, Grusche. Was wirst du machen? Nichts. Für den Notfall habe ich einen Bruder im Gebirge. Aber was ist mit dir? Ich bin abkommandiert, Natella Abashvili, die Frau des Gouverneurs, als Wächter zu begleiten. Und was geht dich die Frau an? Die Frau geht mich nichts an, aber ich bin abkommandiert und so reite ich. Und so ist der Herr Soldat ein dickköpfiger Mensch, weil er sich für nichts und wieder nichts in Gefahr begibt. Und ich muss in den dritten Hof und habe Eile. Da Eile ist, sollten wir uns nicht streiten, denn für ein gutes Streiten ist Zeit nötig. Ist die Frage erlaubt, ob das Fräulein noch Eltern hat? Nein, nur den Bruder. Die zweite Frage wäre, ist das Fräulein gesund wie der Fisch im Wasser? Vielleicht ein Reißen in der rechten Schulter mitunter, aber sonst gesund und kräftig für jede Arbeit. Es hat sich noch niemand beschwert. Das ist bekannt. Frage 3, ist das Fräulein ungeduldig veranlagt? Will es Äpfel im Winter? Ungeduldig nicht. Aber wenn in den Krieg gegangen wird, ohne Sinn und keine Nachricht kommt, ist es schlimm. Eine Nachricht wird kommen. Zum Schluss die Hauptfrage. Was Simon Karawa da große Eile ist und ich in den dritten Hof muss, ist
Die Antwort schon ja. Man sagt, Eile heißt der Wind, der das Baugerüst umweht. Aber man sagt auch, die Reichen haben keine Eile. Ich bin aus... Kutzke. Da hat sich das Fräulein also erkundigt. Bin gesund, habe für niemand zu sorgen, kriege 10 Piaster im Monat, als Zahlmeister 40 und bitte herzlich um die Hand. Simon Kachawa, es ist mir recht. Dies Kreuz stammt von meiner Mutter, Grusche Wachnaze. Die Kette ist von Silber. Bitte sie zu tragen. Vielen Dank, Simon. Ich begleite nur die Frau zu den Truppen, die treu geblieben sind. Wenn der Krieg aus ist, 2 Wochen oder 3, komme ich zurück. Ich hoffe, meiner Verlobten wird die Zeit nicht zu lang, bis ich zurückkehre. Simon Kachawa, ich werde auf dich warten. Geh du ruhig in die Schlacht, Soldat. Die blutige Schlacht, die bittere Schlacht, aus der nicht jeder wiederkehrt. Wenn du wiederkehrst, bin ich da. Ich werde warten auf dich unter der grünen Ulme. Ich werde warten auf dich unter der kahlen Ulme. Ich werde warten auf dich, bis der Letzte zurückgekehrt ist. Und danach. Kommst du aus der Schlacht zurück? Keine Stiefel stehen vor der Tür. Ist das Kissen neben meinem leer und mein Mund ist ungeküsst. Wenn du wiederkehrst, wirst du sagen können, alles ist wie einst. Ich danke dir, Grusche Wachnaze. Und auf Wiedersehen. Spann die Gäule vor den großen Wagen. Steh nicht rum, Dreckskerl. Wo steckst du? Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Schalber, lass die Körbe auf den Wagen schaffen. Die Körbe haben keinen Platz auf dem Wagen. Suchen Sie sich aus, was Sie brauchen. Sie müssen sogleich weg. Nur das Nötigste. Schnell die Körbe auf, ich werde euch angeben, was mit muss. Das Grüne und natürlich das mit dem Pelzchen. Wo sind die Ärzte? Ich bekomme wieder diese schauderhafte Migräne. Das fängt immer an den Schläfen an. Das mit den Perlknöpfchen. Zerreiß den Ärmel nicht! Bitte, gnädige Frau, dem Kleid ist nichts passiert! Weil ich dich gefasst habe. Ich habe schon lange ein Auge auf dich. Nichts im Kopf als dem Adjutanten Augen drehen. Bitte sich zu beeilen, Natella Abashvili. In der Stadt wird gekämpft. Lieber Gott, meint ihr, sie werden sich vergreifen? An mir? Such das Bokratäckchen! Was macht Michel? Schläft er? Jawohl, gnädige Frau. Dann leg ihn einen Augenblick hin und hole mir die Saftjan-Stiefelchen aus der Schlafkammer. Ich brauche sie zu dem Grünen. Steh nicht herum, du. Bleib, oder ich lass dich auspeitschen! Und wie das alles gepackt ist, ohne Liebe, ohne Verstand, wenn man nicht alles selber angibt. In solchen Augenblicken merkt man, was man für Dienstboten hat. Mascha! Fressen könnt ihr, aber Dankbarkeit gibt's nicht. Ich werd's mir merken. Herr Keller, kommen Sie sofort! Der Richter des obersten Gerichts, Aureliani, ist soeben von aufständischen Teppichwebern gehängt worden. So? Warum? Das Silberne muss ich haben. Es hat 1000 Piaster gekostet. Und das da. Und alle Pelze. Und wo? Wo ist das Weinfarbene? In der Vorstadt sind Unruhen ausgebrochen. Wir müssen sogleich weg. Wo ist das Kind? Maro macht das Kind fertig. Wo steckst du? Ich kann das Weinfarbene nicht finden. Ach, nimm den ganzen Haufen und trag ihn zum Wagen. Ja, schnell, schnell, schnell. Lauf. Wirf sie einfach auf den Wagen! Der Wagen geht nicht mehr mit! Wir müssen reiten! Kommen Sie oder ich reite allein! Grusche, nimm das Kind! Nein, bring zuerst die Kleider an den Wagen! Es ist ja Unsinn! Ich denke nicht daran zu reiten! Es brennt! Fort sind Sie! Und ohne den Wagen mit Lebensmitteln!
Wir kommen jetzt hier weg. Ich hole ein paar Decken. Wir hauen ab. Gnädige Frau, sie ist schon weg. Und das Kind, Sie haben es zurückgelassen, diese Tiere. Halt es einen Augenblick und sehe nach dem Wagen. Was hat man mit dem Herrn gemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Kind? Was machst du damit? Es ist zurückgeblieben. Sie haben ihn liegen lassen? Michel, der in keine Zugluft kommen durfte? Leg ihn lieber weg, du. Ich möchte nicht daran denken, was einer passiert, die mit dem Kind angetroffen wird. Die Kinderfrau hat es mir für einen Augenblick zum Halten gegeben. Die kommt nicht mehr zurück, du Einfältige. Lass die Hände davon. Sie werden mehr hinter ihm her sein als hinter der Frau. Es ist der Erbe. Ich sage dir, wenn es den Aussatz hätte, wäre es nicht schlimmer. Aber es hat keinen Aussatz. Ich schaue dann an wie ein Mensch. Dann schau du ihn nicht an. Wir nehmen den Ochsenwagen. Du kannst mit hinauf, wenn du schnell machst. Viel Zeit ist nicht mehr, bis die Panzerreiter von der Kaserne kommen. Sieh zu, dass du durchkommst. Ich komme! Dort in die Mitte, den Kopf des Gouverneurs. Das ist nicht die Mitte, weiter rechts! So! Was ich machen lasse, lasse ich ordentlich machen, meine Lieben. Nur schade, dass Sie den Balg weggebracht haben. Ich brauche den dringend. Sucht ihn in ganz Rosinien. 1000 Piaster! Schrecklich ist die Verführung zur Güte. Lange saß sie bei dem Kinde, bis der Abend kam, bis die Nacht kam, bis die Frühdämmerung kam. Zu lange saß sie. Zu lange sah sie das stille Atmen, die kleinen Fäuste. Bis die Verführung zu stark wurde, gegen Morgen zu. Wie eine Beute nahm sie es an sich. Wie eine Diebin schlich sie sich weg. Als Gruschewach-Nazi aus der Stadt ging, auf der grosinischen Heerstraße, auf dem Weg in die nördlichen Gebirge, sang sie ein Lied, kaufte Milch. Yeah.
Gespannt im Gras sitzen und warten, bis die gute Gusche ein Tänzchen Milch erstanden hat. Kann ich ein Tänzchen Milch haben, Großvater, und vielleicht Maisfladen? Milch? Wir haben keine Milch. Wir haben Soldaten der Stadt, haben unsere Ziegen. Geht zu den Herrn Soldaten, wenn ihr Milch haben wollt. Aber ein Kännchen Milch für ein Kind werdet ihr doch noch haben, Großvater. Hier vergelt's Gott, hier. Oh, verrät von vergelt's Gott. Ihr werdet ausbezahlt, wie bei Fürsten. Den Kopf in Wolken, den hinter dem Wasser. Und was kostet also das Schälchen? 3 Piaster. Die Milch hat aufgeschlagen. 3 Piaster? Für den Spritzer? Michael, hast du das gehört? 3 Piaster. Das können wir uns nicht leisten. Zieh, denk an die 3 Piaster. Es ist nichts drin, aber du meinst, du trinkst, und das ist was. Großvater, mach auf! Wir zahlen! Der Schlag soll dich treffen. Ich hab gedacht, es wird einen halben Piaster machen. Aber das Kind muss was haben. Wie ist mit 1? 2. Die Milch muss aber anschlagen. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Sie ist eine Sünd und eine Halsabschneiderei. Schnappt die Soldaten, Tote, ihr mich an. Und schluck mich, das ist ein teurer Spaß, das ist ein halber Wochenlohn. Die Leute glauben, wir haben unser Geld mit dem Arsch verdient. Michel, Michel, mit dir habe ich mir was aufgeladen. Als Grusche Vachnazi nach dem Norden ging, gingen hinter ihr die Panzerreiter des Fürsten Kazbeki. Selbst in den Nächten jagen sie. Die Verfolger kennen keine Müdigkeit. Die Schlechter schlafen nur kurz. Holzkopf, aus dir kann nichts werden. Warum? Du bist nicht mit dem Herzen dabei. Der Vorgesetzte sieht es an Kleinigkeiten. Bild dir nicht ein, dass ich mir es nicht merke, wie du in jeder Weise zeigst, wie du widersetzlich bist. Ich verbiete dir, dass du hinkst. Das machst du wieder nur, weil ich die Geule verkauft habe, weil ich einen solchen Preis nicht mehr bekommen kann. Mit dem Hinken willst du mir andeuten, dass du nicht gern zu Fuß gehst. Ich kenne dich. Es wird dir nicht nützen. Es schadet dir. Bis ich aus
guter Soldat ist mit Leib und Seele dabei. Seinen Vorgesetzten lässt er sich zerfetzen. Mit brechendem Auge sieht er noch, wie sein Gefreiter ihm anerkennend zunickt. Das ist ihm Lohn genug, sonst will er nichts. Aber dir wird nicht zugenickt. Und verrecken musst du doch. Wie ich mit so einem Untergebenen den Gouverneursbankert finden soll, das möchte ich wissen. Als Gruschewach Nazi an den Fluss Sirra kam, wurde die Flucht ihr zu viel, der Hilflose ihr zu schwer. Michler, wir müssen uns trennen. Es ist weit genug von der Stadt. So sehr werden sie auf dich kleinen Dreck nicht aussehen, dass sie dich bisher hier verfolgen. Leb also wohl, Michel. Ich hätte dich gern weitergehabt. Ich hätte dir erst Nasen gezeigt und dass du dich nicht mehr nass machst. Aber ich muss zurück. Denn auch mein Liebster, der Soldat, kann bald zurück sein. Und soll er mich dann nicht finden? Das kannst du nicht von mir verlangen, Michel. Was ist los? Lass mich meine Suppe essen. Slin ist fein, ist ein feines Kind. Sie haben es einfach vor die Tür gelegt. Das sind Zeiten. Wenn die glauben, wir füttern es ihnen, irren sie sich. Du bringst es ins Dorf, zum Pfarrer. Das ist alles. Was soll der Pfarrer damit? Es braucht eine Mutter. Glaubst du, wir könnten es nicht doch aufnehmen? Nein! Mann, wir haben ein Dach über dem Kopf und können es tun. Ich sage dir... Ich will nichts mehr hören. Milch gibt's jetzt, Milch, gute Milch, ja. Halt! Jungfer! Du bist auf die Heeresmacht gestoßen. Woher kommst du? Wann kommst du? Hast du unerlaubte Beziehungen zum Feind? Wo liegt er? Was für Bewegungen vollführt er in deinem Rücken? Was ist mit den Hügeln? Was mit den Tälern? Wie sind die Strümpfe befestigt? Sie sind stark befestigt. Was soll er machen? Rückzug. Ich mache immer Rückzieher. Da bin ich verlässlich. Warum schaust du so auf den Spieß? Der Soldat lässt im Feld seinen Spieß... Der Soldat lässt im Feld seinen Spieß keinen Augenblick aus der Hand. Das ist Vorschrift. Lern's auswendig, Holzkopf. Also, Jungfer, wohin des Weges? Zu meinem Verlobten, Herr Soldat, einem Simon Kachava von der Palastwache in Nuka. Und wenn ich ihm schreibe, zerschlägt er euch alle Knochen. Simon Kachava? Freilich, den kenne ich. Er hat mir den Schlüssel gegeben, dass ich hin und wieder nach dir schaue. Holzkopf, wir werden unbeliebt. Wir müssen damit heraus, dass wir ehrliche Absichten haben. Jungfer, ich bin eine ernste Natur, die sich hinter scheinbaren Scherzen versteckt. Und so sage ich dir's dienstlich, ich will von dir ein Kind haben. Holzkopf, sie hat uns verstanden. Aber Spaß beiseite. Spieß beiseite. Wir suchen ein gewisses Kind in dieser Gegend. Hast du gehört von einem solchen Kind, das hier aufgetaucht ist? Aus der Stadt? Ein feines? In einem feinen Linnen? Nein. Ich habe nichts gehört. Thank you.
Schnell! Die Panzerreiter kommen. Ich hab's vor die Tür gelegt, aber es ist nicht meins. Es ist von feinen Leuten. Wer kommt? Was für Panzerreiter? Frag nicht lang. Die Panzerreiter, die ich töten wollen. In meinem Hause haben die nichts zu suchen. Aber mit dir habe ich ein Wörtlein zu reden, scheint's. Zieh ihm das feine Leben aus, das verrät uns. Warum hast du es ausgesetzt? Das ist eine Sünde. Jetzt kommt sie hinter den Hügeln vor. Was soll ich nur machen? Ist Maria Panzerreiter. Sie sind hinter dem Kind her. Du darfst es ihnen nicht geben. Sag, es ist deins. Ja. Wenn du es ihnen gibst, spießen sie es auf. Hier, in deiner Stube. Ja. Du musst sagen, es ist deins. Ja, aber wenn sie es nicht glauben wollen. Wenn du es fest sagst. Ich habe das Geld von der Ernte im Haus. Sie brennen uns das Dach über dem Kopf weg. Darum musst du sagen, es ist deins. Ja. Nimm nicht so mit dem Kopf. Und zitter nicht so. Was merken die? Sie kommen jetzt. Ha, da ist sie ja. Holzkopf, was habe ich dir gesagt? Meine Nase. Ich hätte eine Frage an dich, Jungfer. Warum bist du mir weggelaufen? Was hast du dir denn gedacht, dass ich mit dir will? Ich wette, es war was Unkeusches, gestehe. Ich hab die Milch auf dem Herd stehen lassen. Daran hab ich mich erinnert. Nein, ich hab gedacht, es war, weil du geglaubt hast, ich hab dich unkeusch angeschaut. So, als ob ich mal was denken könnte mit uns. Das hab ich nicht bemerkt. Was? Hätte doch sein können, nicht? Könnt mir allerhand denken, wenn wir allein wären. Hast du nicht im Hof zu tun, die Hennen füttern? Herr Soldat, ich hab von nichts gewusst. Brennt mir nicht das Dach über dem Kopf weg. Von was redest du denn? Ich hab nichts damit zu tun, Herr Soldat. Die hat mir's vor die Tür gelegt. Das schwöre ich. Ah, da ist ja was Kleines im Kopf. Holzkopf, ich rieche 1000 Piaster. Nimm die Alte hinaus und halt sie fest. Ich hab ein Verhör abzuhalten, wie mir scheint. Da hast du ja das Kind, das ich von dir hab haben wollen. Offizier, es ist meins. Es ist nicht das, was ihr sucht. Ich will mir's anschauen. Es ist meins! Es ist meins! Es ist meins! Es ist feines Linnen. Und auf der Flucht vor den Panzerreitern, nach 22-tägiger Wanderung am Fuß des Yangatau-Gletschers, nahm Gruschewach-Nadze das Kind an Kindestatt. Dich keiner nehmen will, muss nun ich dich nehmen. Muss dich, da kein anderer war. Schwarzer Tag im magern Jahr, halt mit mir bequemen. Weil ich dich zu lang geschleppt und mit wohnenden Füßen, weil die Milch zu teuer war, wurdest du mir lieb, wollte dich nicht messen. Wirf dein feines Hemdchen weg, wickel dich in Lumpen, wasche dich und taufe dich mit dem Gletscher. Musst es überstehen.
Die Schwester wandert 7 Tage. Über den Gletscher. Hinunter die Hänge wanderte sie. Das Haus des Bruders lag in einem lieblichen Tal. Als die Schwester zum Bruder kam, war sie krank von der Wanderung. Wo kommst denn du her, Gutsche? Ich bin über den Janka Taupas gegangen, Lavrenti. Über den Janka Taupas? Ich habe sie vor der Heuhütte gefunden. Sie hat ein kleines dabei. Geh und striegel den Falben. Das ist meine Frau, Aniko. Wir dachten, du bist im Dienst in Nuka. Ja, da war ich. Der Gouverneur ist umgebracht worden. Na ja, da soll eine Unruhen gewesen sein. Bei uns hier ist alles ganz ruhig. Die Städter müssen immer irgendwas haben. So, so! Nimm den Fladen noch nicht aus dem Ofen, hörst du? Wo steckst du denn? Hast du einen Vater für das Kind? Ich dachte es mir. Wir müssen etwas ausfinden. Sie ist eine Fromme. Die Dienstboten. Du hast ein Kind? Jesus Maria, sie hat eine Krankheit! Was tun wir? Setz dich. Setz dich. Es ist nur die Schwäche. Wenn das nicht der Scharlach ist. Da müssen Flecken da sein. Sitzen ist besser, wie? Ist das Kind ihrs? Sie ist auf dem Weg zu ihrem Mann. So, dein Fleisch wird kalt. Kalt bekommt ihr es nicht, das Fett darf nicht kalt sein. Du bist schwach auf dem Magen, das weißt du. Ist dein Mann nicht in der Stadt? Sie ist verheiratet über den Berg, sagt sie. So, über den Berg. Ich glaub, ihr müsst mich wohin legen, Lavrenti. Wenn's die Auszehrung ist, kriegen wir sie alle. Hat dein Mann keinen Hof? Er ist Soldat. Aber vom Vater hat er einen Hof. Und einen kleinen. Ist er nicht im Krieg? Warum nicht? Ja, er ist im Krieg. Sie ist auf dem Weg auf dem Hof, auf ihn zu warten. So. So, so, den Fladen! Soldat, warten, setz dich. Sag du! Wo steckst du? Kusche. Vielleicht kriegst du ein Bett in der Kammer. Es ist eine gute Seele, aber erst nach dem Essen. Nimm. Aber du kannst nicht lang bleiben. Sie ist fromm, weißt du? So, so! Die Schwester war zu krank. Der feige Bruder musste sie beherbergen. Mit gehenden Jahren wuchs das Kind auf. Der Herbst ging, der Winter kam. Der Winter war lang, der Winter war kurz. Michel, wir müssen schlau sein. Wenn wir uns klein machen wie die Kakerlaken, dann vergisst die Schwägerin vielleicht, dass wir im Haus sind. Und wir können bleiben bis zur Schneeschmelze. Und weinen nicht wegen der Kälte. Arm sein und auch noch frieren, das macht unbeliebt. Warum sitzt ihr so vermummt wie die Fuhrleute? Ja, vielleicht ist es zu kalt in der Kammer. Es ist nicht kalt, Lavrenti.
Aber wenn es zu kalt wäre, dürftest du mit dem Kind hier nicht sitzen. Da würde Anniko sich Vorwürfe machen. Sie ist nämlich eine gute Seele, nur sehr, sehr feinfühlig. Wenn die Leute nur ein Wort über den Hof reden, gleich ist sie ängstlich. Aber sie empfindet so tief. Einmal hat die Kuhmarkt in der Kirche ein Loch im Strumpf gehabt. Seitdem trägt meine liebe Anniko zwei Paar Strümpfe für die Kirche. Das ist unglaublich. Aber es ist die alte Familie. Jetzt bist du schon ein halbes Jahr hier, nicht? Kannst du dir vorstellen, dass Anniko sich um deinen Soldaten sorgt? Wenn er zurückkommt und sie nicht findet, sagt sie, und liegt wach. Wann glaubst du, wird er kommen? Was ist deine Meinung? Nicht vor dem Frühjahr, das glaubst du doch auch. Aber wenn es Frühjahr wird und der Schnee schmilzt hier und auf den Passwegen, kannst du hier nicht länger bleiben. Denn dann können die Panzerreiter dich suchen kommen und die Leute reden über ein lediges Kind. Ursche, der Schnee schmilzt vom Dach und es ist Frühjahr. Ja. Lass mich dir sagen, was wir machen werden. Du brauchst eine Stelle, wo du hin kannst. Und da du ein Kind hast, musst du einen Mann haben. Ich habe einen gefunden. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die einen Sohn hat, gleich über dem Berg. Aber ich kann keinen Mann heiraten. Ich muss auf Simon Kachava warten. Ja, gewiss, du brauchst keinen Mann im Bett. Du brauchst einen Mann auf dem Papier. So einen habe ich gefunden. Der Sohn der Bäuerin, mit der ich einig geworden bin, stirbt gerade. Er macht gerade seinen letzten Schnaufer. Ist das nicht herrlich? Hm? Was sagst du? Ich könnte ein Papier mit Stempel brauchen für Michel. Ein Stempel macht alles aus. Ohne einen Stempel könnte nicht einmal der Schah in Persien behaupten, dass er der Schah ist. Und du hast einen Unterschlupf. Hm. Wofür tut die Frau es? 400 Piaster. Woher nimmst du die? Annikos Milchgeld. Dort wird uns niemand kennen. Dann tue ich es. Ich lasse es gleich die Bäuerin wissen. Michel, du machst dir eine Menge Umstände. Ich wäre besser schnell weggelaufen an jenem Ostersonntag in Nuka. Jetzt bin ich die Dumme. Schnell, sonst kratzt er uns ab noch vor der Trauung. Aber dass sie schon ein Kind hat, davon war nicht die Rede. Was macht das aus? Ihm kann es gleich sein in seinem Zustand. Ihm, aber ich überlebe die Schande nicht. Es sind ehrbare Leute. Mein Yusuf hat es nicht nötig, eine zu heiraten, die schon ein Kind hat. Gut, ich lege 200 Piaster drauf. Dann kommen die Begräbniskosten. Ich werde den Mönch holen, aber das Kind darf er nicht sehen. Er hat am Priester gespart, die Elend einen billigen Mönch genommen. Schick mir den Simon Kachava rüber, wenn er doch noch kommt. Ja. Willst du ihn dir nicht ansehen? Er rührt dich überhaupt nicht. Hoffentlich sind wir nicht zu spät gekommen. Da haben wir es.
bitte sich einen Augenblick zu gedulden. Die Braut meines Sohnes ist aus der Stadt eingetroffen und es wird eine Nottrauung vollzogen werden. Die Trauung kann sofort vollzogen werden. Hier ist die Urkunde. Ich und der Bruder der Braut sind die Trauzeugen. Moremus, Deus qui potestat voturis, tue niulo, cuncta festissi qui dispositis universitatis ex ordis homini atimoes. Bist du bereit, deinem Mann ein getreues, folgsames und gutes Eheweib zu sein und ihm anzuhängen, bis der Tod euch scheidet? Ja. Und bist du bereit, deinem Eheweib ein guter, sorgender Ehemann zu sein, bis der Tod euch scheidet? Bist du bereit, deinem Ehemann ein guter, sorgendes Eheweib, zu sein, bis der Tod euch scheidet? Natürlich ist das. Hast du das ja nicht gehört? Gut, wir wollen die Ehe für geschlossen erklären. Aber wie ist es mit der letzten Ölung? Nichts da, die Trauung war teuer genug. Haben wir 700 gesagt? Nein, 600. Also leb wohl, Gosche. Und wenn meine verbitterte Schwester einmal mich besuchen kommt, dann soll sie ein Willkommen hören von meiner Frau. Sonst werde ich unangenehm. Und darf man fragen, was das für ein Kind ist? Ist da ein Kind? Ich sehe kein Kind. Und du siehst auch keins, verstanden? Sonst habe ich vielleicht auch allerhand gesehen, was hinter der Schenke vor sich ging. Komm jetzt. Das ist meine Schwiegertochter. Sie hat den teuren Yusuf noch eben lebend angetroffen. Er liegt jetzt schon ein Jahr, nicht? Wie Sie meinen Vasili angezogen haben, war er beim Abschied noch dabei. Was ist schrecklich für einen Hof? Der Meister am Halm und der Bauer im Bett. Es ist eine Erlösung für ihn, wenn er nicht mehr lange leidet, sage ich. Am Anfang dachten wir, es sei wegen dem Heeresdienst, dass er sich hingelegt hat, Sie verstehen. Und jetzt geht es mit ihm zu Ende. Bitte setzt euch und esst ein paar Kuchen. Ein kleines ist da, sagen Sie. Ja, wo kann das dem Yusuf nur passiert sein? Jetzt schwatzen Sie schon, dabei fressen Sie die Sterbekuchen auf. Wenn er nicht heute stirbt, kann ich morgen neue backen. Ich back sie. Das kann nicht mehr lang gehen. Wie gestern Abend die Reiter vorbeigekommen sind, nicht hinauszusehen, wer es ist, kommt wieder herein, liegt er da wie ein Toter. Liebe Hochzeits- und Trauergäste, in Rührung stehen wir an einem Toten und einem Brautbett. Denn die Frau kommt unter die Haube und der Mann unter den Boden. Der Bräutigam ist schon gewaschen und die Braut ist schon scharf. Denn im Brautbett liegt ein letzter Wille und der macht sinnlich. Richtig. Wie verschieden, ihr Lieben, sind doch die Geschicke der Menschen. Ach, ich hätte keinen so billigen Menschen. Der eine stirbt dahin, dass er ein Dach über dem Kopf bekommt. Ein Terror benimmt sich. Und der andere verehelicht sich, dass das Fleisch zu Staub werde, aus dem er gemacht ist. So ein 50 Piaster Priester hat einfach keine Würde. Amen. Amen. So, komm jetzt. Iss den Kuchen und sei hübsch still. Wir sind jetzt respektable Leute. Was wollt ihr mit diesen Instrumenten hier? Bruder Anastasius hier hat gesagt, hier gibt es eine Hochzeit. Was, du bringst mir noch 5 auf den Hals. Wisst ihr nicht, dass da drinnen ein Sterbender liegt? Das ist eine verlockende Aufgabe für einen Künstler. Es könnte ein gedämpfter Freudenmarsch sein oder ein flüssiger Trauertanz. Spielt wenigstens. Vom Essen seid ihr ja doch nicht abzuhalten. Thank you.
Habt ihr das gehört? Der Großfürst ist zurückgekehrt. Aber die Fürsten sind doch gegen ihn. Der Perserschar heißt es, hat ihm ein großes Heer geliehen, damit er Ordnung schaffen kann in Grusinien. Der Perserschar ist doch der Feind des Großfürsten. Ich habe schon einen Feind der Unordnung. Jedenfalls ist der Krieg aus. Unsere Soldaten kommen schon zurück. Ja. Hat jemand gesagt, die Soldaten kommen zurück? Ich? Das kann nicht sein. Ach hier, der Schal. Ich habe ihn von einem Soldaten gekauft, der ist aus Persien. Sie sind da. Ist dir übel? Kommt von der Aufregung über den lieben Justus. Ja, es wird alles wieder, wie es früher gewesen ist. Nur, dass die Steuern jetzt hinaufgehen, weil wir den Krieg zahlen müssen. Was gehen uns die Dummheiten in der Stadt an? Nehmt noch ein wenig Kuchen. Lasst es euch schmecken, es ist mehr da. Wie viel Kuchen willst du noch in den Rahmen stopfen? Hab ich einen Geldscheißer? Haben Sie gesagt, der Krieg ist aus? Hat die junge Frau jemanden im Feld? Das ist eine gute Nachricht, dass Sie zurückkommen, wie? Glotz nicht so. Wo ist die Person, die du mir als Ehefrau aufgehängt hast? Hey, Yusuf! Totenessen. Das könnte euch so passen. Raus! Bevor ich euch rausbrülle! Raus! Raus, hab ich gesagt! Raus! Das ist ein Strich durch deine Rechnung. Wie? Nein, alten Mann, die Sprache, es kommt auf die Heirat an. Die Heirat an. Oh, Verwirrung. Die Ehefrau erfährt, dass sie einen Mann hat. Am Tag gibt es das Kind, in der Nacht gibt es den Mann. Der Geliebte ist unterwegs Tag und Nacht. Das ist Ihre Arbeit, nicht die deine. Wo steckt sie denn wieder? Rusche! Der Bauer fragt nach dir. Hier sind noch zwei Löcher. Die musst du noch flicken. Schrub mir den Rücken. Kann das der Bauer nicht selber machen? Nimm die Bürste zum Teufel! Bist du die Ehefrau oder bist du eine Fremde? Los. Kräftiger. So. Stell dich nicht so, du hast schon öfter nackten Kerl gesehen. Dein Kind ist nicht aus der Luft gemacht. Das Kind ist nicht in Freude empfangen, wenn der Bauer das meint. Du siehst nicht so aus. Was Rares hast du mir da aufgehängt. Stockfisch als Ehefrau. Ihr fehlt es an gutem Willen. Gieß nach, aber vorsichtig. Au! Vorsichtig, hab ich gesagt! Ich hab nichts gegen das Uneheliche gesagt, das du mir ins Haus gebracht hast. Aber mit dir ist meine Geduld bald zu Ende. Das ist gegen die Natur. Selbst wenn ein Soldat zurückkäme, du bist verehelicht. Ja. Mehr. Aber dein Soldat kommt nicht zurück. Das brauchst du erst gar nicht zu glauben. Nein. Du bescheißt mich. Du bist meine Ehefrau und bist nicht meine Ehefrau. Wo du liegst, da liegt nichts. Und trotzdem kann sich keine andere hinlegen. Wenn ich morgens aufs Feld gehe, dann bin ich todmüde. Und wenn ich abends heimkomme und mich hinlegen will, dann bin ich wach wie der Teufel. Das ist doch einfach gegen die Natur. Es ist mir nicht recht, dass ich dich bescheiß. Ja. Es ist mir nicht recht, dass ich dich bescheiß. Isenhaar. Wenn sie am Bach saß, das Linnen zu waschen, sah sie sein Bild auf der Flut. Und sein Gesicht wurde blässer, mit gehenden Monden. Du kannst mit ihnen spielen, aber lass dich nicht herumkommandieren, weil du der Kleinste bist.
Ist das Gruschewach Marze? Simon. Gott zum Gruß und Gesundheit dem Fräulein. Gott zum Gruß dem Herrn Soldaten. Und Gottlob, dass er gesund zurück ist. Sie haben bessere Fische gefunden als mich. So haben Sie mich nicht gegessen, sagte der Schellfisch. Tapferkeit, sagte der Küchenjunge. Glück, sagte der Held. Das Fräulein spricht vom Soldaten. Hier steht ein Zahlmeister. Sind das nicht 40 Piaster im Monat? Und Logis. Hinter der Kaserne, unter den Dattelbäumen? Genau dort. Ich sehe, man hat sich umgeschaut. Man hat. Und man hat nicht vergessen. So ist die Tür noch in den Angeln, wie man sagt. Ist etwas nicht in Ordnung? Simon Kahava, ich kann nie mehr zurück nach Nuka. Es ist etwas passiert. Was ist passiert? Es ist so gekommen, dass ich einen Panzerreiter niedergeschlagen habe. Da wird Gruschewach Nazi ihren guten Grund gehabt haben. Simon Kahava, ich heiße auch nicht mehr, wie ich geheißen habe. Das verstehe ich nicht. Wann wechseln Frauen ihren Namen, Simon? Lass es mich dir erklären. Es ist nichts zwischen uns. Alles ist gleich geblieben zwischen uns. Das musst du mir glauben. Wie soll nichts zwischen uns sein und doch ist es anders? Wie soll ich dir das erklären, so schnell und mit dem Bach dazwischen? Kannst du nicht über die Brücke dort kommen? Vielleicht ist das nicht mehr nötig. Doch, doch, Simon, es ist sehr nötig. Komm schnell. Will das Fräulein sagen, man ist zu spät gekommen? Im Gras sehe ich eine Mütze. Ist vielleicht schon was Kleines da? Es ist da, Simon. Wie könnte ich es verbergen? Aber wolle dich nicht kümmern. Meines ist es nicht. Man sagt, wenn der Wind einmal weht, weht er durch jede Ritze. Die Frau muss nichts mehr sagen. Gib mir das Kreuz zurück, das ich dir gegeben habe. Oder besser, wirf es in den Bach. Simon! Simon Kahava, geh nicht weg! Es ist nicht meins! Es ist nicht meins! Was ist, Kinder? Wir sind Tomaten! Sie nehmen den Michel mit! Bist du die Grusche? Ist das dein Kind? Ja. Simon! Ich habe den richterlichen Befehl, dieses Kind angetroffen in deiner Obhut in die Stadt zu bringen. Da der Verdacht besteht, es ist Michel Abashvili, der Sohn des Gouverneurs Georgi Abashvili und seiner Frau Natella Abashvili. Hier ist das Papier mit den Siegeln. Komm. Lass es da. Bitte. Es ist meins! Es ist meins! Die Panzerreiter nahmen das Kind fort, das Teure. Die Unglückliche folgte ihnen in die Stadt, die Gefährliche. Die leibliche Mutter verlangte das Kind zurück. Die Ziehmutter stand vor Gericht. Wer wird den Fall entscheiden? Wem wird das Kind zuerteilt? Wer wird der Richter sein? Ein guter? Ein schlechter? Hört nun die Geschichte von Azdak. Wie er Richter wurde, wie er Urteil sprach, was er für ein Richter ist. An jenem Ostersonntag des großen Aufstands, als der Großfürst gestürzt wurde und sein Gouverneur Abashvili, Vater unseres Kindes, den Kopf einbüßte, fand der Dorfschreiber Azdak im Gehölz einen Flüchtling und versteckte ihn in seiner Hütte.
dein Gaul. Steh, sag ich. Setz dich nieder und futtere. Da ist ein Stück Käse. Warum bist du so gerannt, du Arschloch? Der Polizist hätte dich überhaupt nicht gesehen. Muster. Bammel? Schiss, Furcht, hä? Schmatz nicht wie ein Großfürst oder eine Sau. Ich vertrag's nicht. Wenn ich dir beim Essen zuschaue, kommen mir überhaupt fürchterliche Gedanken. Zeige mal deine Hand her. Hörst du nicht, du sollst deine Hand her zeigen. Weiß. Du bist also gar kein Bettler. Eine Fälschung. Ein wandelnder Betrug. Und ich verstecke dich wie einen anständigen Menschen vor der Polizei. Warum läufst du eigentlich, wenn du ein Grundbesitzer bist? Denn das bist du, leugne es nicht. Ich sehe dir es am schuldbewussten Gesicht ab hinaus. Worauf wartest du, Bauernprügler? Bin verfolgt. Und bitte ungeteilte Aufmerksamkeit. Mache Proposition. Was willst du machen? Eine Proposition? Ist doch die Höhe der Unverschämtheit. Er macht eine Propo hinaus, sag ich. Zahle 100.000 Piaster für eine Nacht. Ja. Was? Du meinst, du kannst mich kaufen? Für 100.000 Piaster? Schäbiges Landgut. Sagen wir 150.000. Wo sind sie? Habe sie natürlich nicht bei mir. Werden geschickt. Hoffe, zweifelt nicht. Zweifle tief hinaus. Axel! Ich bin nicht zu sprechen! Schnüffelst du wieder herum, Schauer? Ach, du hast wieder einen Hasen gefangen, Aztag. Du hast mir versprochen, es kommt nicht mehr vor. Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst, Schauer. Der Hase ist ein gefährliches und schädliches Tier, das die Pflanzen auffrisst, besonders das sogenannte Unkraut, und deshalb ausgerottet werden muss. Aztag, sei nicht so furchtbar zu mir. Ich verliere meine Stellung, wenn ich nicht gegen dich einschreite. Ich weiß doch, du hast ein gutes Herz. Ich hab kein gutes Herz! Wie oft soll ich dir sagen, dass ich ein geistiger Mensch bin? Ja, ich weiß. Du bist ein überlegener Mensch. So frage ich, ein Christ und Ungelernter, wenn dem Fürsten ein Hase gestohlen wird und ich bin der Polizist, was soll ich da tun mit dem Frevler? Schauer, schäm dich. Ich fange einen Hasen, aber du fängst einen Menschen, ein Mensch. Ist nach Gottes Ebenbild gemacht, aber nicht ein Hase, das weißt du. Ich bin ein Hasenfresser, aber du bist ein Menschenfresser, Schauer, und Gott wird darüber richten. Schauer, geh nach Haus und bereue. Nein, halt, da ist vielleicht was für dich. Nein, doch nicht, da ist nichts. Geh nach Haus und bereue. Wunderst du dich, wie? Dass ich dich nicht ausgeliefert habe. Aber ich könnte diesem Vieh nicht einmal eine Wanze ausliefern. Es widerstrebt mir. Zitter nicht vor einem Polizisten, so alt und noch so feige. Iss deinen Käse fertig. Aber wie ein armer Mann. Sonst fassen sie dich doch noch. Muss ich dir auch noch zeigen, wie ein armer Mann sich aufführt. Die Kiste ist der Tisch. Leg die Ellbogen auf den Tisch. Und jetzt umzingelst du den Käse, als ob der dir jeden Augenblick herausgerissen werden könnte. Woher sollst du sicher sein? Schau doch mehr kummervoll auf den Käse, weil er schon entschwindet, wie alles Schöne. Sie sind hinter dir her. Ich trau dir nicht. So gab der Aztag dem alten Bettler ein Nachtlager. Erfuhr er, dass es der Großfürst selber war, der Würger, schämte er sich, klagte er sich an, befahl er dem Polizisten, ihn nach Nuka zu führen, vor Gericht zum Urteil. Ich hab den Großfürsten zum Blut verhalten, den Großfürsten, den Großfürsten, ich verlange
Verurteilung in öffentlicher Verhandlung. Was ist denn das für ein komischer Vogel? Das ist unser Schreibarzt, der Gezeichnete, klagt sich selber an. Ich habe verlangt, dass ich in Ketten in die Hauptstadt gebracht werde, weil ich versehentlich den Großfürsten bzw. Großgauner beherbergt habe. Eine neue Zeit ist gekommen. Alles wird untersucht, aufgedeckt. Da meldet sich einer lieber von selber. Warum? Er kann dem Volk nicht entrinnen. Brüder, ich habe den Großgauner entrinnen lassen. Zerreißt mich, Brüder. Wo ist der Richter? Ich muss untersucht werden. Hier ist der Richter. Und hör auf, uns zu brüdern. Auf dem Ohr, da sind wir empfindlich heute Abend. Hier ist der Richter. Das ist eine Antwort, die man in Grusinien noch nie gehört hat. Steht da. Wo ist deine Exzellenz, der Herr Gouverneur? Hier ist deine Exzellenz, Fremdling! Wo ist der Obersteuereintreiber, der Patriarch, der Polizeihauptmann? Hier! Brüder, das ist es, was ich mir von euch erwartet habe. Halt! Was hast du dir da erwartet, Vogel? Was in Persien passierte, Brüder? Was passierte denn in Persien? Vor 40 Jahren. Aufgehängt. Alle. Visiere, Steuereintreiber. Mein Großvater, ein merkwürdiger Mensch, hat es gesehen. 3 Tage lang, überall. Und wer regierte, wenn der Visier gehängt war? Ein Bauer! Und wer kommandierte das Heer? Ein Soldat! Und wer zahlte die Löhnung aus? Ein Färber! War es nicht vielleicht ein Teppichweber? Warum ist das alles passiert, du Persischer? Warum ist das passiert? Ist ein besonderer Grund nötig? Warum kratzt du dich, Bruder? Krieg! Zu lang Krieg! Und keine Gerechtigkeit! Großvater, ein merkwürdiger Mensch, hat das Lied mitgebracht, wie es dort gewesen ist. Ich und mein Freund, der Polizist, werden es euch vorsingen. Es ist das Lied von der Widersinnigkeit des Krieges. Halt doch den Strick gut, das passt dazu. Warum bluten unsere Söhne nicht mehr? Weinen unsere Töchter nicht mehr? Warum haben Blut nur mehr die Kälber auf dem Schlachthof? Rennen nur mehr die Weiden gegen morgen am Urmisee? Der Großkönig muss eine neue Provinz haben. Der Bauer muss sein Milchgeld hergeben, damit das Dach der Welt erobert wird, werden die Hüttendächer abgetragen. Unsere Männer werden in alle 4 Winde verschleppt, damit die Oberen zu Hause tafeln können. Die Soldaten töten einander. Die Feldherren grüßen einander. Die Schlacht ist verloren, aber die Helme sind bezahlt worden! Ist es so? Es ist so. Wollt ihr es zu Ende hören? Singen wir weiter. Die 2. Strophe behandelt den Frieden. Die Ämter sind überfüllt, die Beamten sitzen bis auf die Straße. Die Flüsse treten über die Ufer und verwüsten die Felder. Ihre Hosen nicht selber runterlassen können. Regieren Reiche. Sie können nicht auf 4 zählen. Fressen. Aber Gänge. Ist es so? Es ist so. Darum bluten unsere Söhne nicht mehr. Weinen unsere Töchter nicht mehr. Darum haben Blut nur mehr die Kälber auf dem Schlachthof. Tränen nur mehr die Weiden
gegen Morgen am Urmisee. Willst du die Schlitt hier in der Stadt sehen? Was ist falsch daran? Siehst du die Röte dort und dort? Als der Fürst Kaspeki den Gouverneur Abashvili heute früh köpfen ließ, da haben unsere Teppichweber auch die persische Krankheit bekommen und gefragt, ob der Fürst Kaspeki nicht zu viel Gänge frisst. Heute Mittag haben sie dann den Stadtrichter aufgeknüpft, aber wir haben sie zu Brei geschlagen. Für 2 Piaster pro Teppichweber. Verstehst du? Ich verstehe. Bist du etwa auch einer, der es mit den Teppichwebern hält? Nein, was ist mit diesem Lied? Das war doch von meinem Großvater ein dummer, unwissender Mensch. Richtig. Und was ist mit dem Färber, der die Löhnung auszahlt? Und was meine Färbung? Das will du ja nicht eigenhändig. Sag, ich weiß nicht, dass ich ihn habe laufen lassen. Zeuge, er hat ihn laufen lassen. Ja, Zeuge, nein, nicht. Nein, 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 nicht. Nein! 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 Da kommt deine neue Zeit! Was gäbe es wohl hier zu lachen, meine Freunde? Erlaubt mir ein ernstes Wort. Die Fürsten Grusiniens haben gestern Morgen die kriegslüsterne Regierung des Großfürsten gestürzt und seine Gouverneure beseitigt. Leider ist der Großfürst selber entkommen. In dieser schicksalhaften Stunde haben unsere Teppichweber sich nicht entblödet, einen Aufstand anzuzetteln und den allseits beliebten Stadtrichter, unseren teuren Illo Orbeliani, zu hängen. Meine Freunde, wir brauchen Frieden, Frieden, Frieden in Grusinien. Und Gerechtigkeit! Hier bringe ich euch den lieben Bizarian Kaspeki, meinen Neffen. Ein begabter Mensch. Er soll der neue Richter werden. Ich sage das Volk. Hat die Entscheidung. Heißt das, wir wählen den Richter? So ist es. Das Volk stellt einen begabten Menschen auf. Beratet euch, Freunde. Sei ganz ruhig, Füchsen, die Stelle hast du. Und wenn erst der Großfürst geschnappt ist, brauchen wir auch den Pack nicht mehr in den Arsch zu kriechen. Die haben die Hosen voll, weil sie den Großfürsten noch immer nicht geschnappt haben. Fühlen sich noch nicht sicher. Heißt es, meine Freunde und das Volk hat die Entscheidung. Wir werden den Dorfschreiber fragen. Der weiß alles über Gerechtigkeit. Hey, Halunke! Meint er mich? Willst du den Neffen als Richter haben? Fragt ihr mich? Ihr fragt nicht mich wie? Warum nicht? Alles für einen Witz. Ich verstehe euch so, dass ihr ihn bis aufs Mark prüfen wollt. Habe ich recht? Hättet ihr einen Verbrecher vorrätig, dass der Kandidat zeigen kann, was er kann? Einen Gewiegten? Wir haben die 2 Doktoren vom Gouverneur unten. Die nehmen wir. Das geht nicht. Ihr dürft nicht richtige Verbrecher nehmen, wenn ihr nicht wisst, ob der Richter bestallt wird. Er kann ein Ochse sein, aber er muss bestallt sein, weil sonst wird das Recht verletzt, das ein sehr empfindliches Wesen ist, etwa wie die Milz, die niemals mit Fäusten geschlagen werden darf, weil sonst tritt der Tod ein. Recht muss immer in vollkommenem Ernst gesprochen werden. Es ist so blöd. Das Recht ist weg wie nix, wenn nicht aufgepasst wird. Ach, ihr würdet doch nicht eine Kanne Wein ausprobieren, indem ihr sie einem Hund zu saufen gibt. Warum? Dann ist der Wein weg. Und was schlägst du also vor, du Haarspalter? Ich mache euch den Angeklagten. Was, du? Ich weiß auch schon, was für einen. Was habt ihr entschieden? Ja, wir haben entschieden, wir machen eine Probe. Und hier, unser guter Freund, der wird den Angeklagten spielen. Das ist ungewöhnlich. Aber warum nicht? Eine Formsache, Füchschen. Was hast du gelernt? Wer ist gekommen, der Langsamläufer oder der Schnellläufer? Der Leisetreter, Onkel Arsene. Ein Richterstuhl für den Kandidaten.
Ist irgendwer, der mich kennt? Ich bin der Großfürst. Was ist der? Der Großfürst. Er kennt ihn wirklich. Hör, ich bin angeklagt wegen Kriegsstiftung. Lächerlich. Sage, lächerlich. Ja, nicht das. Wenn ich dir nicht, habe Anwälte mitgebracht. Glaube, 500 benötige sämtliche vorhandenen Saalsitze vor Anwälte. Wünscht ihr, dass ich den Fall verhandle? Na los, fang an. Verknall ihn, Füchschen. Schön. Volk von Grusinien kontra Großfürst. Was haben Sie vorzubringen, Angeklagter? Allerhand! Habe natürlich selber gelesen, dass Krieg verloren. Habe Krieg seinerzeit auf Anraten von Patrioten, wie Onkel Katzbeki erklärt. Verlange Onkel Katzbeki als Zeugen. Eine tolle Type, was? Antrag abgelehnt. Sie können natürlich nicht angeklagt werden, weil Sie einen Krieg erklärt haben, was jeder Herrscher hin und wieder zu tun hat, sondern weil Sie ihn schlecht geführt haben. Unsinn! Habe ihn überhaupt nicht geführt! Habe ihn führen lassen! Habe ihn führen lassen vom Fürsten! Vermasselten ihn natürlich! Leugnen Sie etwa, den Oberbefehl gehabt zu haben? Keineswegs! Habe immer Oberbefehl! Schon bei Geburt Amme angepfiffen, gewohnt zu befehlen! Habe Beamten immer befohlen, meine Kasse zu bestehlen! Offiziere prügeln Soldaten nur, wenn Befehle. Onkel Katzbeki hier hat Bauch nur auf meinen Befehl. Der ist gut. Hoch, der Großfürst. Antworten, Füchschen. Ich bin bei dir. Behaupten also, Fürsten haben sich gezwungen, Krieg zu erklären. Wie können Sie dann behaupten, Fürsten hätten Krieg vermasselt? Nicht genug Leute geschickt, Gelder veruntreut, kranke Pferde gebracht. Bei Angriff in Bordell gesoffen. Beantrage Onkel als Zeuge. Wollen Sie die ungeheuerliche Behauptung aufstellen, dass die Fürsten dieses Landes nicht gekämpft haben? Nein, Fürsten kämpften. Kämpften um Kriegslieferungskontrakte. Das ist zu viel. Der Kerl redet wie ein Teppichweber. Der Krieg sage nur Wahrheit. Aufhängen, aufhängen. Ruhe! Verkündige jetzt Urteil. Müssen aufgehängt werden, am Hals haben Krieg verloren. Kassiere Urteil. Grundkrieg verloren. Aber nicht für Fürsten. Fürsten haben ihren Krieg gewonnen. Haben sich 3.640.000 Piaster für Verpflegung von Mannschaft auszahlen lassen, die nicht geliefert. Aufhängen! 6.340.000 Piaster für Pferde, die nicht gebracht. Aufhängen! Sind also Sieger! Krieg nur verloren für Grusinien. Als welches nicht anwesend vor diesem Gericht. Es ist genug. Ich denke, ihr könnt jetzt den neuen Richter bestätigen, meine Freunde. Ja, das können wir. Holt den Richter noch herunter. Und du steh jetzt auf, damit auf den richtigen Stuhl der richtige Arsch kommt. Los! Du tritt vor. Begib dich auf den Richterstuhl. Was denn? Nein, ich ja, nicht. Nein, nicht. Nicht. Warte. Nein, nicht. Da setz dich schon hinauf. Nein, ich nicht. Auf, auf. Aber der Richter ein Lump. So soll jetzt ein Lump der Richter sein. Seht. Was für ein Richter! Da war im Land Bürgerkrieg, der Herrschende unsicher. Da wurde der Arztak zum Richter gemacht von den Panzerreitern. Da war der Arztak Richter für 2 Jahre. Als die großen Feuer brannten und in Blut die Städte standen, aus der Tiefe krochen Spinn und Kakerlack. Vor dem Schlosstor stand ein Schlechter, am Altar ein Gottverächter. Und es saß im Rock des Richters der Arztak. In Anbetracht der vielen Fälle,
behandelt der Richter heute immer zwei beziehungsweise drei Fälle gleichzeitig. Bevor ich beginne, eine kurze Mitteilung. Ich nehme die Erpressung wird vom Gerichtshof als bewiesen betrachtet und du wirst zu 1000 Piaster Strafe verurteilt. Und du wirst wegen unverzeihlichen Irrtums bei Gericht freigesprochen. Die nächsten Fälle. Ich nehme, es handelt sich um Vergewaltigung. Es handelt sich um meine Schwiegertochter. Euer Gnaden, ich überraschte den Burschen im Pferdestall mit Ludovica. Ludovica, nimm den Schleier ab. Ludovica, du gefällst dem Gerichtshof. Berichte, wie es war. Als ich den Stall betrat, sagte der Knecht zu mir unaufgefordert, es ist heiß heute, und legte mir die Hand auf die linke Brust, was meinen Zorn erregte. Bevor ich seine sündhafte Absicht durchschauen konnte, trat ich ihm, er mir dann zu nahe. Gibst du zu, dass du angefangen hast? Du! Jawohl. Herr öffentlicher Ankläger, leg dieses Messer dort hinten auf den Boden. Ludovica, isst du gern Süßes? Ja, Sonnenblumenkerne. Ja, sitzt du gern lang im Badezuber? Ja, eine Stunde oder so. Ja. Ludovica, geh und heb das Messer auf. Ja. Ja. Seht ihr das? Wie das wiegt? Der verbrecherische Teil ist entdeckt. Die Vergewaltigung ist erwiesen. Durch Faulheit und zu viel Essen hast du diesen armen Menschen hier vergewaltigt. Ja, meinst du kannst mit einem solchen Hintern herumgehen und das geht dir bei Gericht durch? Das ist ein vorsätzlicher Angriff mit einer gefährlichen Waffe. So, und jetzt gehst du mit mir in die Scheuer, damit sich der Gerichtshof den Tatort betrachten kann, Ludovica. Als die Obern sich zerstritten, waren die Untern froh, sie litten nicht mehr gar so viel, gib her und abgezack. Auf Grosiniens bunten Straßen, gut versehen mit falschen Maßen, zog der arme Leute Richter, der Arzt Dack. Bevor ich beginne, eine kurze Mitteilung. Ich nehme. Ich behalte mir vor, eine Partei hier wegen Nichtachtung des Gerichtshofs in Strafe zu nehmen. Der öffentliche Ankläger hat das Wort. Es handelt sich um eine Kuh. Die Angeklagte hat seit 5 Wochen eine Kuh im Stall, die dem Großbauern zur Ruhe gehört. Sie wurde auch im Besitz eines gestohlenen Schinkens getroffen. Dem Großbauern zu Teff sind Kühe gestohlen worden, als er die Angeklagte aufforderte, die Pacht für den Acker zu bezahlen. Es handelt sich um meinen Schinken, euer Gnaden. Es handelt sich um meine Kuh, euer Gnaden. Es handelt sich um meinen Acker, euer Gnaden. Mütterchen, was hast du dazu zu sagen? Euer Gnaden, vor 5 Wochen klopfte es in der Nacht gegen Morgen zu an meiner Tür. Und draußen stand ein bärtiger Mann mit einer Kuh und sagte, liebe Frau, ich bin der wundertätige Sankt Banditus. Und weil dein Sohn im Kriege gefallen ist, bringe ich dir diese Kuh als ein Angedenken. Pflege sie gut. Der Räuber Irakli, euer Gnaden. Ihr Schwager, euer Gnaden. Der Herdendieb, der Brandstifter. Kopf muss er werden. Irakli. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Einen Becher Wein. Herr öffentlicher Ankläger, eine Kanne Wein für den Gast. Und wer bist du? Ich bin ein wandernder Eremit, euer Gnaden, und danke für die milde Gabe.
Ich bin der Azma. Der Gerichtshof heißt den fremden Eremiten willkommen. Fahr fort, Mütterchen, erzähl weiter. Euer Gnaden, in dieser Nacht wusste ich nicht, dass der heilige Banditus Wunder tun konnte. Es war nur die Kuh. Aber ein paar Tage später kamen die Knechte des Großbauern und wollten mir die Kuh wieder nehmen. Da kehrten sie vor meiner Türe um und gingen zurück ohne Kuh. Und faustgroße Beulen wuchsen ihnen auf den Köpfen. Da wusste ich, dass der heilige Bandit ihre Herzen verwandelt hatte und ihre Herzen freundlich gemacht hatte. Ich weiß, was sie verwandelt hat. Das ist gut, da wirst du es uns nachher sagen. Erzähl weiter, der Nächste, der ein guter Mensch wurde, war der Großbauer Schuttef. Ein Teufel, das weiß jeder. Aber der heilige Bandit hat es fertig gebracht, dass er mir die Pacht auf den kleinen Acker erlassen hat. Weil mir meine Kühe auf dem Feld abgestochen wurden. Und dann kam der Schinken eines Morgens zum Fenster hereingeflogen. Er hat mich ins Kreuz getroffen. Ich lahme noch jetzt. Seht Sie nur, euer Gnaden. Ja, ich frage euer Gnaden. Hat je einer einem armen alten Menschen einen Schinken gebracht, ohne ein Wunder? Mütterchen, das ist eine Frage, die den Gerichtshof mitten ins Herz trifft. Sei so freundlich, dich niederzusetzen. Mütterchen, fast nennte ich dich Mutter Grusinien, die Schmerzhafte, die Beraubte, deren Söhne im Krieg sind, die mit Fäusten Geschlagene, Hoffnungsvolle, die da weint, wenn sie eine Kuh kriegt, die sich wundert, wenn sie nicht geschlagen wird. Mütterchen, wolle uns Verdammte gnädig beurteilen. Gesteht, dass ihr nicht an Wunder glaubt, ihr Gottlosen! Jeder von euch wird verurteilt zur 500 Piaster Strafe wegen Gottlosigkeit! Hinaus! 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 720 Tage maß er mit gefälschter Waage ihre Klage und der sprach wie Pack zu Pack. Auf dem Richterstuhl den Balken über sich von einem Galgen teilte sein gezinktes Recht aus, der Arztack. Da war die Zeit der Unordnung aus. Kehrte der Großfürst zurück, kehrte die Gouverneursfrau zurück, wurde Gericht gehalten über den Fürsten Kazbeki, brannte die Vorstadt aufs Neue. Er griff Furcht den Arztack. Schau, die Tage deiner Knechtschaft sind jetzt gezählt. Ich habe dich die längste Zeit in der eisernen Kandare der Vernunft gehalten. Jetzt kommt deine Befreiung. Die Zeit der Verwirrung und Unordnung ist vorüber und du kannst bald wieder deinen Trieben folgen, welche niedrig sind. Und deinem untrüglichen Instinkt, der dich lehrt, dass du deine dicke Sohle in menschliche Antlitze pflanzen sollst. Denn jetzt ist der Großfürst, dem ich Ochse das Leben gerettet habe, in die Hauptstadt zurück und die Perser haben ihm ein Heer ausgeliehen, damit er Ordnung schafft. Die Vorstadt brennt schon. Hol mir das dicke Buch, auf dem ich immer sitze. Das ist das Gesetzbuch. Und ich habe es immer benutzt, das kannst du bezeugen. Ja, zum Sitzen. Ich werde jetzt nachschlagen, was sie mir aufbrennen können. Denn ich habe den Habenichtsen durch die Finger gesehen, der Armut auf die dünnen Beine geholfen, den Reichen in die Taschen geschaut. Das ist faule Sprache. Und ich kann mich nirgends verstecken, denn alle kennen mich, weil ich allen geholfen habe. Niemand kommt. Aus! 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 Aber ich werde niemandem den Gefallen tun, menschliche Größe zu zeigen
Nein! Ich bitte dich auf den Knien um Erbarmen! Geh jetzt nicht weg! Ich hab Todesfurcht! Was ist das für eine Kreatur? Eine willfährige Eulenklaven! Eine, die zu Diensten steht! Natella Abashvili, die Frau des verstorbenen Gouverneurs, ist soeben zurückgekehrt und sucht nach ihrem Sohn Michel Abashvili. Sie hat Kenntnis bekommen, dass das Kind von einem früheren Dienstboten in das Gebirge verschleppt wurde. Es wird beigeschafft werden, euer Hochwohlgeboren, zu Befehl! Herr Sohn soll das Kind als ihr eigenes ausgeben. Sie wird geköpft werden, euer Hochwohlgeboren, zu Befehl! Das ist alles. Der Mensch missfällt mir. Zu Befehl, euer Hochwohlgeboren! Es wird alles geordnet werden, euer Hochwohlgeboren, zu Befehl! Hört nun die Geschichte des Prozesses um das Kind des Gouverneurs Abashvili mit der Feststellung der wahren Mutter durch die berühmte Probe mit einem Kreidekreis. Du hast ein Glück. Es ist überhaupt kein richtiger Richter. Es ist Arztag. Weil er alles verwechselt und ihm die reichen Leute nie genug Bestechung zahlen, kommt unser einer manchmal gut bei ihm weg. Heute brauche ich Glück. Ich verstehe nur nicht, warum du es mit aller Gewalt behalten willst, wenn es nicht deins ist. Es ist meins. Ich hab's aufgezogen und es kennt mich. Hast du denn nie daran gedacht, was geschieht, wenn die Gouverneursfrau zurückkommt? Zuerst habe ich gedacht, ich gebe sie zurück. Und nachher habe ich gedacht, sie kommt nicht mehr. Ich schwöre dir, was du willst, weil du eine anständige Person bist. Ich habe ihn in Pflege gehabt für 5 Piaster. Und die Grusche hat ihn sich abgeholt. Am Ostersonntagabend. Die Unruhen waren. Aber an dem Simon hast du dich versündigt. Ich habe mit ihm gesprochen, er kann es nicht fassen. Ich kann mich jetzt nicht kümmern um den Menschen, wenn er nichts versteht. Er hat verstanden, dass das Kind nicht deins ist. Aber dass du imstande der Ehe bist und nicht mehr frei bist, der Tod dich scheidet, kann er nicht verstehen. Ich möchte der Frau mitteilen, dass ich bereit zum Schwören bin. Der Vater vom Kind bin ich. Es ist recht, Simon. Zugleich möchte ich mitteilen, dass ich dadurch zu nichts verpflichtet bin. Und die Frau auch nicht. Das ist unnötig. Sie ist verheiratet, das weißt du. Das ist ihre Sache und braucht nicht eingerieben zu werden. Wo ist der Richter? Hat jemand den Richter gesehen? Stell dich vor mich hin, ich hätte nicht nach Luca gehen dürfen, wenn ich an den Panzerreiter hinrat, wo ich über den Kopf geschlagen habe. Hoffentlich ist dem Arzttag nichts passiert. Mit einem anderen hast du weniger Aussichten, als ein Huhn Zähne im Mund hat. Wo ist der Richter? Der Richter ist nicht hier. Hier sind nur 2 alte Leute und ein Kind. Der Richter ist getürmt. Weitersuchen! Gott sei Dank wenigstens kein Volk da. Ich kann den Geruch nicht aushalten. Ich bekomme Migräne davon. Bitte, gnädige Frau. Aber ich habe doch gar nichts gesagt, Iloschu Bulatze. Ich liebe das Volk mit seinem schlichten, geraden Sinn. Es ist nur der Geruch, der mir Migräne macht. Ist das die Person? Bitte, gnädigste, sich aller Injektiven zu enthalten, bis es sicher ist, dass der Großfürst den neuen Richter ernannt hat. Und wir den gegenwärtig amtierenden Richter los sind. Die Dinge scheinen sich schon zu bewegen, sehen Sie? Einen Fluchtversuch wolltest du machen, nein? Den Richter auch herunter, bevor er hochgezogen wird! Willst du einen Haufen Gerechtigkeit? Ja! Hast du sie? Wo sie? Du sie? Der Mensch war mir unsympathisch auf den ersten Blick. Ich kann nicht sehen. Gib mir einen Lappen. Was willst du denn sehen? Euch Hunde! Gott zum Gruß, Hunde! Wie geht das, Hunde? Wie ist die Hundewelt? Stinkt sie gut? Gibt es wieder die Stiefel zum Lecken? Beißt euch wieder selber zu Tode? Hunde! Halt! Hier ist das Schreiben des Großfürsten, die neuen Ernennungen betreffend. Stillgestanden! Über den neuen Richter heißt es, wir ernennen einen Mann, dem die Errettung eines dem Lande hochwichtigen Lebens zu danken ist, einen gewissen Aztakinuka. Wer ist das? Da, am Galgen, Exzellenz. Was geht hier vor? Bitte berichten zu dürfen, dass seine Gnade schon seine Gnaden war und dass er auf Anzeige dieser Großbauern als ein Feind des Großfürsten bezeichnet wurde. Abführen! Sorgt dafür, dass seine Gnaden keine Belästigungen mehr erfährt. Ah.
Nichts für ungut, euer Gnaden. Was wünschen euer Gnaden? Nichts, meine Mithunde. Meinen Stiefels zum Leichengericht. Ich begnadige dich. Hol mir von dem roten Süßen und etwas für meinen Steiß zum Sitz. Verschwinde dich, aber den Fall zu werden. Nehme. Ja, je. Eine sehr anziehende Person. Ich eröffne die Verhandlung und bitte mir strikte Wahrhaftigkeit aus, besonders von dir. Hoher Gerichtshof, Blut, so heißt es im Volksmund, ist dicker als Wasser. Diese alte Weisheit hat bereits... Der Gerichtshof wünscht zu wissen, was das Honorar des Anwalts ist. Wie bin ich? Honorar. Ach so. 500 Piaster? Ich frage, weil ich Ihnen ganz anders zuhöre, wenn ich weiß, Sie sind gut. Danke, euer Gnaden. Hoher Gerichtshof, die Bande des Blutes sind die stärksten aller Bande. Mutter und Kind. Gibt es ein innigeres Verhältnis? Kann man einer Mutter ihr Kind entreißen? Hoher Gerichtshof, sie hat es empfangen in den heiligen Ekstasen der Liebe. Sie trug es in ihrem Leib. Und was kannst du dazu und zu allem, was der Herr Anwalt noch zu sagen hat, erwidern? Es ist meins. Ist das alles? Ich hoffe, du kannst es beweisen. Ich hab's aufgezogen nach bestem Wissen und Gewissen. Ihm immer was zu essen geschafft und es hat meistens ein Dach über den Kopf gehabt. Ich hab allerlei Ungemach auf mich genommen, seinetwegen. Mir auch Ausgaben gemacht. Ich hab nicht auf meine Bequemlichkeit geschaut. Das Kind hab ich angehalten zur Freundlichkeit gegen jedermann und von Anfang an zur Arbeit, so gut es gekonnt hat. Es ist noch klein. Es ist bezeichnend, euer Gnaden, dass die Person selber keinerlei Blutsbande zwischen sich und dem Kinde geltend macht. Danke, euer Gnaden. Gestatten Sie, dass eine tiefgebeugte Frau, die schon ihren Gatten verlor und nur noch fürchten muss, ihr Kind zu verlieren, einige Worte an Sie richtet. Bitte, Gnädige Teller, aber schon. Ein höchst grausames Schicksal, mein Herr, zwingt mich von Ihnen, mein geliebtes Kind zurückzuerbitten. Es ist nicht an mir, Ihnen die Seelenqualen einer beraubten Mutter zu schildern, die Ängste, die schlaflosen Nächte, die... Es ist unerhört, wie man diese arme Frau behandelt. Man verwehrt ihr den Eintritt in den Palast ihres Mannes, man sperrt ihr die Einkünfte aus ihren Gütern, man erklärt ihr kaltblütig, die seien an den Erben gebunden. Sie kann nichts unternehmen ohne das Kind. Sie kann nicht mal ihre Anwälte bezahlen. Lieber Elo Schubulatze, warum soll es nicht gesagt werden, dass es sich schließlich um die Abaschwili-Güter handelt? Bitte, Verehrtester, wir haben Der Gerichtshof berührt die Erwählung der Güter als ein Beweis der Menschlichkeit. Auf jeden Fall können wir nachweisen, dass diese Person, die das Kind an sich genommen hat, nicht die Mutter des Kindes ist. Ich stelle dir eine Frage. Was für ein Kind ist es? So ein zerlumpter Straßenbankert oder ein feines aus einer vermögenden Familie? Es ist ein gewöhnliches. Ich meine, hat es frühzeitig verfeinerte Züge gezeigt? Es hat eine Nase im Gesicht gezeigt. Es hat eine Nase im Gesicht gezeigt. Also das betrachte ich als eine wichtige Antwort von dir. Ich werde es jetzt kurz machen und mir eure Lügen nicht weiter anhören.
Besonders die Deinen. Ich kann mir schon denken, was ihr euch alles zusammengekocht habt, dass ihr mich bescheißt. Ich kenne euch. Ihr seid Schwindler. Oh, ich glaub's Ihnen, dass Sie es kurz machen wollen, nachdem ich gesehen habe, wie Sie von denen genommen haben. Als Maul habe ich etwa von dir genommen. Oh, weil ich nichts habe. Na, ganz richtig, von euch Hungerleidern kriege ich nichts, da könnte ich verhungern. Ihr wollt Gerechtigkeit, aber wollt ihr zahlen? Wenn ihr zum Fleischer geht, wisst ihr, dass ihr zahlen müsst. Aber zum Richter geht ihr wie zum Leichenschmaus. Als sie das Ross beschlagen kamen, streckte der Rosskäfer die Beine hin, heißt es. Besser ein Schatz aus der Jauchegrube als ein Stein aus dem Bergquell. Ein schöner Tag. Wollen wir nicht fischen gehen, sagte der Angler zum Wurm. Ich bin mein eigener Herr, sagte der Knecht und schnitt sich den Fuß ab. Ich liebe euch wie ein Vater, sagte der Zar und ließ dem Zarewitsch den Kopf abhauen. Der ärgste Feind des Narren ist er selber. Aber der Furz hat keine Nase. 10 Piaster Strafe wegen unanständiger Sprache vor Gericht. Damit du lernst, was Justiz ist. Das ist eine saubere Justiz. Uns verknallst du, weil wir nicht so fein reden können wie die mit ihren Anwälten. Weil du der da das Kind zuschieben willst, wo sie viel zu fein ist, als dass sie Jäger wusste hat, wie sie es trocken legt. Du weißt nicht mehr von Justiz als ich, das merke ich. Ja, da ist was dran. Ich nehme übrigens auch dich in Straf mit 10 Piaster für Beleidigung des Gerichtshofs. Und außerdem bist du eine ganz dumme Person, dass du mich gegen dich einnimmst, statt dass du mir schöne Augen machst und ein bisschen den Hintern drehst, sodass ich günstig gestimmt bin. 20 Piaster! Und wenn's 30 Piaster macht, ich sag dir doch, was ich von deiner Gerechtigkeit halte, du besoffene Zwiebel. Ich hab keinen Respekt vor dir. Nicht mehr als von Dieb und Raubmörder mit dem Messer. Er macht, was er will. Du kannst mir das Kind wegnehmen, 100 gegen 1. Aber ich sag dir, zum Beruf wie dem dein, da sollte man nur Kinderschänder und Wucherer nehmen. Zur Strafe, dass sie bei Mitmenschen sitzen müssen. Was schlimmer ist als am Galgen hängen. Ja, und jetzt sind's 30 Piaster. Ich rauf mich mit dir nicht weiter herum. Wo käme meine richterliche Würde hin? Hab überhaupt die Lust verloren an deinem Fall. Wo sind die zwei, die geschieden werden wollen? Bring sie herein. Diesen Fall setze ich aus. Auf eine Viertelstunde. Wenn wir gar nichts mehr vorbringen, haben wir das Urteil im Sack, gnädige Frau. Mein Riechfläschchen. Du hast jetzt Verderben mit ihm. Jetzt spricht er dir das Kind ab. Ich nehme. Ich höre, ihr wollt geschieden werden. Ich höre, ihr wollt geschieden werden. Wie lang seid ihr schon zusammen? 40 Jahre, euer Gnaden. Und warum wollt ihr geschieden werden? Wir sind uns nicht sympathisch, euer Gnaden. Seit wann? Seit immer, euer Gnaden. Ich werde mir euren Wunsch überlegen. Ich werde mir einen Wunsch überlegen und mein Urteil sprechen, wenn ich mit dem anderen Fall fertig bin. Schau mal, ich brauche das Kind. Ich habe gesehen, dass du für Gerechtigkeit was übrig hast. Ich glaube dir nicht, dass es dein Kind ist. Aber wenn es deines wäre, Frau, würdest du da nicht wollen, es soll reich sein? Da müsstest du doch nur sagen, es ist nicht deins. Und sogleich hätte es einen Palast. Was antwortest du mir da, Frau? Ginge es in goldenen Schuhen, trete es mir auf die Schwachen, und es müsst Böses tun und könnte mir lachen. Ach, zum Tragen spät und frühe ist zu schwer ein Herz aus Stein, denn es macht so große Mühe, mächtig tun und böse sein. Werd es müssen den Hunger fürchten, aber die Hungrigen nicht. Werd es müssen die Finsternis fürchten, aber nicht das Licht.
Laub. Ich verstehe dich, Frau. In Lumpen geht es. Oh, das ist nicht wahr. Man hat nämlich die Zeit gelassen, dass ich ihm sein gutes Hemd anziehe. In einem Schweinekoben war es. Ich bin kein Schwein, aber da gibt's andere. Wo hast du dein Kind gelassen, du? Ich will's dir geben, du Person. Das ist eine Verbrecherin. Sie muss ausgepeitscht werden. Wenigstens hat der Labaschmini, Sie haben versprochen, die Nerven weg. Ah. Klägerin und Angeklagte, der Gerichtshof hat euren Fall angehört und hat keine Klarheit gewonnen, wer die wirkliche Mutter dieses Kindes ist. Ich als Richter habe die Verpflichtung, dass ich für dieses Kind eine Mutter aussuche. Ich werde eine Probe machen. Schau da, nimm ein Stück Kreide, zieh einen Kreis auf den Boden. Stell das Kind hinein. Klägerin und Angeklagte, stellt euch neben den Kreis, beide. Fasst das Kind bei der Hand. Die richtige Mutter wird die Kraft haben, das Kind aus dem Kreis zu sich zu ziehen. Hoher Gerichtshof! Ich erhebe Einspruch dagegen, dass das Schicksal der großen Abaschwili-Güter, die an das Kind gebunden sind, von einem so zweifelhaften Zweikampf abhängen soll. Dazu kommt, dass meine Mandantin nicht über die gleichen Kräfte verfügt wie diese Person, die es gewohnt ist, körperliche Arbeit zu verrichten. Sie kommt mir gut genährt vor. Zieht! Was habe ich gesagt? Blutsbande. Was ist mit dir? Du hast nicht gezogen. Ich hab's nicht festgehalten. Euer Gnaden, ich beziehe um Vergebung. Ich nehme zurück, was ich gegen Sie gesagt habe. Wenn ich es nur behalten könnte, bis es alle Wörter kann. Es kann erst ein paar. Beeinflusst nicht den Gerichtshof. Gut, ich mache die Probe noch einmal. Aber euer Gnaden, dass ich's endgültig habe. Du ziehst ja nicht. Ich hab's aufgezogen. Soll ich's zerreißen? Ich kann's nicht. Und damit hat der Gerichtshof festgestellt, wer die wahre Mutter ist. Nimm dein Kind und bring's weg. Ich rate dir, bleib nicht in der Stadt mit ihm. Und du verschwind, bevor ich dich wegen Betrugs verurteile. Die Güter fallen an die Stadt, damit ein Garten für die Kinder draus gemacht wird. Sie brauchen ihn. Und ich bestimme, dass er nach mir der Garten des Aztak heißt. Denn ich ziehe den Richterrock aus, weil er mir zu heiß geworden ist. Ich mach keinem den Helden. Oh ja, das. Da hätte ich ja fast noch was vergessen in meinem Rausch. Nämlich, dass ich die Scheidung vollziehe. Ja, aber das ist nicht richtig. Ihr habt nicht die zwei Alten geschieden, sondern die Grusche von ihrem Bauern. Was? Hab ich die Falschen geschieden? Das geht mir leid. Aber es bleibt dabei. Zurück nehme ich nichts, das wäre keine Ordnung. So, und von euch kriege ich noch 40 Piaster zusammen. Das ist billig, euer Gnaden. Ich werde es brauchen. Du? Dann geht er besser gleich aus der Stadt, was, Michel? Gefällt er dir? Melde Gehorsams, dass er mir gefällt. Und jetzt sage ich dir's. Ich habe ihn genommen, weil ich mich verlobt habe an diesem Ostersonntag mit dir. Und so ist sein Kind der Liebe.
Und nach diesem Abend verschwand der Arztak und ward nicht mehr gesehen. Aber das Volk Grosiniens vergaß ihn nicht und gedachte noch lange seiner Richterzeit als einer kurzen goldenen Zeit beinahe der Gerechtigkeit. Ihr aber, ihr Zuhörer der Geschichte vom Kreidekreis, nehmt zur Kenntnis die Meinung der Alten, dass da gehören soll, was da ist, denen, die für es gut sind, also die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen, die Wagen den guten Fahrern, damit gut gefahren wird, und das Tal den Bewässerern, damit es Frucht bringt.